Über dem Nachthimmel von Damaskus steigen Luftabwehrraketen auf. My fellow Americans, a short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Die USA haben zusammen mit Großbritannien und Frankreich einen Angriff in Syrien gestartet. Die US-Streitkräfte würden Präzisionsschläge gegen Ziele vornehmen, die mit den Chemiewaffen von Syriens Machthaber Assad in Zusammenhang stünden, sagte Präsident Trump in Washington. Die Angriffe würden so lange dauern wie nötig. Trump nannte das Vorgehen Assads gegen die syrische Bevölkerung Verbrechen eines Monsters. Assads Schicksal liege in der Hand der Syrer. Das syrische Staatsfernsehen bestätigte, dass es Luftangriffe gegeben habe. Nach dem Beginn der Attacken waren in der Hauptstadt Damaskus schwere Explosionen zu hören. Das berichteten Anwohner am frühen Samstagmorgen. Von einem Stützpunkt der britischen Luftwaffe auf Zypern starteten in der Nacht Kampfjets in Richtung Syrien. Mit den Luftschlägen war seit Tagen gerechnet worden.